Rostock-Lichtenhagen, das war in jedweder Hinsicht ein heißer Sommer, meteorologisch wie politisch. Und 3000 ehrbare Rostocker klatschen Beifall bei jedem Brandsatz, der trifft, und das alles live im Fernsehen übertragen. Das macht Rostock so besonders 1992. Niemand wird ernsthaft verletzt. Im Gegensatz zu anderen Tatorten rechter Gewalt wie Mölln, Flensburg, Buxtehude, Saal in Mecklenburg, Berlin, Neuruppin, Lenin, Oranienburg, Geierswalde, Magdeburg, Stotternheim, Buxtehude, Hörstel, Meerbusch, Wuppertal, Bad Breisig, Koblenz, Ostfildern und dem südhessischen Lampertheim. Überall dort Todesopfer rechter Gewalt 1992. Warum konnte Lichtenhagen passieren? Wer profitierte gar von dem Pogrom? Wem passte das Versagen von Polizei und örtlicher Politik in den Kram? Ging es am Ende um die Durchsetzung viel höherer Ziele? Es gibt Antworten. Die Stoßrichtung ist klar, stellt der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern direkt nach dem Anschlag unverblümt fest. Die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich ist, weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird. Bedauern nach dem Anschlag? Kein Wort. Und wenn der Landesvater sich schon nicht klar distanziert, warum sollten es dann andere Politiker tun? Überfälle, bereits am Tag auf Frauen und Mädchen, Raub, Plünderung der Kaufhallen und ständige Angriffe auf die Einheimischen sind auf der Tagesordnung. Es bilden sich erste Jugendgruppen zum Schutz der Frauen und Mädchen. Reinhard Thomas hat zu der Zeit seinen Wahlkreis in Lichtenhagen. Draufhalten und sich die Politik vom Hals halten, das sind zwei Hauptströmungen Schweriner und Rostocker Politik. Verantwortung? Fehlanzeige. Die Reaktionen auf seine Rede im Landtag? Beifall, paar Nachfragen, keine Gegenrede. Nein, findet auch der damalige Oberbürgermeister von Rostock, es ist jetzt nicht an der Zeit, nach Fehlern zu suchen. Am 29. August, 5 Tage später. Ja, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Stattdessen aber legt der Schweriner Justizminister sogar noch nach, im Jahr 2 nach der Wende, mit einer Forderung. Wir brauchen eine neue Mauer, denn das, was uns überschwemmen wird, geht bis in die Türkei. Fakt ist, Lichtenhagen kam zur rechten Zeit. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es geht mir nicht so weit zu sagen, dass die Bundesregierung 1992 bereit gewesen wäre, Menschenleben für politische Ziele zu gefährden. Aber es gibt eine große Anzahl an Indizien, die den Schluss zulassen, dass Lichtenhagen passieren sollte. Um aller Welt zu sagen, seht her, was entsteht, wenn wir das Asylrecht nicht verschärfen. Die Vorfälle der vergangenen Tage machen deutlich, dass eine Ergänzung des Asylrechts dringend erforderlich ist, weil die Bevölkerung durch den ungebremsten Zustrom von Asylanten überfordert wird. Am Tag nach dem Pogrom. Sowas wie Lichtenhagen, das war so extrem in all seinen Facetten. Sowas kann und wird nie wieder in Deutschland passieren. Aber so richtig sicher bin ich mir da nicht mehr. Die Stimmung im Land kippt. Nicht erst seit Frauke Petry, der AfD-Vorsitzenden, die Flüchtlinge mit Waffengewalt fernhalten will. Erst vor kurzem fordert die gleiche AfD-Chefin Petry, die Sprache der NS-Diktatur wieder einzuführen. Der Begriff völkisch. Es ist das Bemühen, mit jedem wiederbelebten Begriff von damals auch ein Stück der Ideologie dieser Zeit in aktuellen Debatten zu verankern. Mit Erfolg. Erst tauchte die Lügenpresse wieder auf, dann die Umvolkung. Aktuell gerade zu hören bei einer Leipziger CDU-Bundestagshinterbänklerin, die ungeniert zur Flüchtlingslager twittert: Bundeskanzlerin Merkel streitet es ab, Tauber träumt, die Umvolkung Deutschlands hat längst begonnen, Handlungsbedarf besteht. Vor 3 Tagen aus Leipzig via Twitter. Deutsche Sprache ist gefährlich und die Medien liefern.
schon damals. Das Boot ist voll. Die deutsche Arche Noah droht zu sinken. Und nehmen wir nur einen Titel aus diesem Jahr, 2016, die Silvesternacht in Köln. Die war dem Fokus einen Titel wert. Schwarze Handabdrücke auf einer nackten Frau. Die Afrikaner als Täter, voilà. Auch wir Medien müssen uns fragen, welche Rolle wir einnehmen wollen. Informieren, umfassend analytisch oder die Ressentiments bedienen für Auflage und Quote. Wir kriegen euch alle. Sie haben es im Film gerade gehört, während Ting sprach, im Hintergrund brüllen da unten 3000 Menschen diese Parole. Vor 24 Jahren war das in Rostock. Wie lange dauert das wohl, bis das wieder vor Flüchtlingsunterkünften irgendwo im Land gebrüllt wird? Als gestern Hessens Innenminister Peter Beuth den Verfassungsschutzbericht 2015 vorstellte, war da auch die Zahl rechtsextremer Straf- und Gewalttaten in Hessen dabei. 659. Fast 2 pro Tag. Plus 30% zum Vorjahr. Rostock-Lichtenhagen hat einen Stempel, immer noch, nach fast 25 Jahren. Dresden steht in der Gefahr, das Schicksal zu teilen, seit den Sprengstoffanschlägen gestern Abend auf eine Moschee. Dass ein hessischer Oberstudienrat in Thüringen hart am Nazi-Jargon entlang kerzengeradeaus von 1000 Jahren Deutschland spricht und bei Facebook dafür 5000 Likes kriegt. Zuspruch von denen, die aus den vielen Begriffen, die in Sachen Asyl durch Medien und Münder geistern, eine einzige Schlussfolgerung ziehen. Die Islamisierung des Abendlandes droht. Erinnern Sie sich? Das ist auch nichts Neues. Wir brauchen eine neue Mauer, denn was uns überschwemmen wird, geht bis in die Türkei. Der Justizminister von Mecklenburg-Vorpommern, 2 Wochen nach dem Pogrom von Lichtenhagen 1992. Und heute? Wer denkt, wenn schon nicht das Volk, dann doch deren gewählte Vertreter hätten aus der Geschichte gelernt, wird wieder eines Besseren belehrt. Flüchtlinge müssen wieder herhalten. Sie gehen aus Einrichtungen raus, sie bestellen sich ein Taxi, haben erstaunlicherweise das Geld, um hunderte von Kilometern durch Deutschland zu fahren. Sie streiken, weil ihnen die Unterkunft nicht gefällt. Sie machen Ärger, weil ihnen das Essen nicht gefällt. Sie prügeln in Asylbewerbereinrichtungen. Thomas de Maizière, Bundesinnenminister, am 1.10.2015. Wie gesagt, noch vor einem Jahr hätte ich es weit von mir gewiesen, dass sich die Geschichte wiederholen würde, dass sie ein Déjà-vu kennt. Inzwischen bin ich mir sicher, dass sie es tut. Allein in diesem Jahr, von Januar bis September, gab es 507 Angriffe auf Asylsuchende und ihre Unterkünfte. 78 Brandanschläge, 7 Menschen wurden getötet. Es war nur Januar bis September. Und es wird weitergehen, weil sich die Geschichte wiederholt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.